sehen wir in diesem nun folgenden Quiz die deutschen Stars, die für die Rollen offenbar nicht erfolgreich vorgesprochen haben. Wir haben die Casting-Tapes, mit denen sich deutsche Stars für die berühmtesten Rollen der Filmgeschichte beworben haben. Ihr erkennt ihr anhand der Rolle, für welchen Film die Promis vorgesprochen haben, schreibt ihr den Filmtitel auf und loggt ein. Moment. Am Ende frage ich dann der Einlog-Reihenfolge nach ab. Das heißt, wer als erstes eingeloggt hat, den frage ich als erstes, so wie wir es immer machen. Und sollte die Antwort der ersten Person dann richtig sein, bekommt die Person einen Punkt. Und ist die Antwort falsch, ist die Person raus. Und wir gucken bei der zweiten eingeloggt. Elena, geht um Schnelligkeit, ne? Wer als erster das gemacht hat. Cool. Was ist mit dir eigentlich los heute, Klaas? Du hast so wenig Punkte. Ich muss mit allen Mitteln, muss ich jetzt kämpfen. Nicht vergessen, den grünen Haken zu tippen. Da ist noch so ein grüner Haken. Und gebe euch den Cube frei. Welchen Film suchen wir? Hallo. Hey. Name, Alter? Ja, Yannick. Oliver Polak. Alter. 41. Gut, dann ist hier dein Text. Ja. Haben Sie eine Freundin? Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. Ihr Name ist Theresa. Sie schneidet Haare. Seht ihr diese kleinen schwarzen Kästchen hier? Die heißen Telefone. Und was diese Telefone angeht, seid ihr alle, jeder einzelne von euch, meine einzigartigen Stratonites. Meine Stratonites, meine Killer, die kein Nein als Antwort akzeptieren, die den Hörer erst auflegen, wenn euer Kunde entweder Aktien kauft oder krepiert. Mhm. Da waren jetzt ganz viele Is, deswegen habe ich es länger gezogen. Ich weiß, wie es ist, arm zu sein, und ich ziehe das Reichsein vor. Denn dann sitze ich als reicher Mann wenigstens auf dem Rücksitz einer Limo, trage einen 2.000-Dollar-Anzug und eine verfickte, goldene 40.000-Dollar-Uhr. Ich bin Jordan. Jordan Belfort. Verkaufen Sie mir diesen Stift. Gut, dann haben wir alles. Sarah hat als erstes eingeloggt. Ja. Könnte als erstes lösen, wenn sie den Filmtitel hat, einen Punkt bekommen. Soll ich schon sagen? Ja. Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. Wollen wir doch mal schauen, welches Filmplakat jetzt dort oben erscheint. Wenn das The Wolf of Wall Street ist, Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio. Genauso ist es. Wolf of Wall Street war gesucht. Ein Punkt für Sarah. Hättest du auch gehabt? Ja, ich bin einfach zu langsam. Schneller schreiben. Klaas hätte es wahrscheinlich auch gehabt. Ja, aber halt sehr langsam. Schneller schreiben. Ich, Idiot, habe erstmal Leonardo DiCaprio. Bist du dir aufgefallen, ist es gar kein Film? Genau, es ist überhaupt gar kein Film. Ja. Das ist doch ein Maler. Das weiß man doch. Die Sixtinische Kapelle. Natürlich. Weiß jeder. Wo man immer keine Fotos machen darf. Ja. Wir schauen uns die Casting-Tapes an für diesen Film. Welcher ist es? Hallo. Hi. Name, Alter? Katrin Bauerfeind. Jahre alt. Aminata Belli, 31. Da ist hier der Text. Sobald wir wieder in New York sind, müssen wir ganz schnell Leslie anrufen. Vielleicht kann sie die Presse in Schach halten. Die Schneekönigin schickt einen weiteren Mann in die Flucht. Rupert Murdoch sollte mir für die ganzen Zeitungen, die er durch mich verkauft, einen Scheck schicken. Danke. Dann den Stuhl gerne wieder zurück. Wie so eine Marionette, ne? Mhm. Wieso ist mein Kaffee noch nicht da? Gibt's dafür einen Grund? Ist sie unterwegs gestorben oder so? Kann ich das nochmal machen? Die nächste Szene ist im Laufen. Müsstest du improvisieren? Die Details ihrer Inkompetenz interessieren mich nicht. Richten Sie aus, ich komme zur Michael Kors Party. Der Fahrer soll mich um 9:30 absetzen und 3:45 wieder abholen. Pünktlich. Sie gehen einfach in den Schrank und greifen sich diesen plumpen blauen Pullover. Weil Sie der Welt damit sagen wollen, dass Ihnen Ihre Kleidung nicht so wichtig ist. Aber was Sie nicht wissen ist, dass dieser Pullover nicht einfach blau ist. Auch nicht türkis oder lapis. Er ist nämlich azur. Sie lesen also die Runway nicht? Und Sie haben also auch bis heute noch nie von mir gehört. Ich denke, wir haben es. Sehr gut gespielt, alle. Sehr gut gelöst. Klaas. Nein! Oh, als nein. Erstes. Klaas Läufer Umlauf. War das der Teufeltrick, Prada? Davon schlucke ich mich, dass du bei dem Film als erstes einloggst. Ja, aber super. Schau mal. Ich war also
Ja, Fashion natürlich. Fashion ist mein Leben. Fashionista. Du bist ein alter Fashionista. Ist das der Teufel trägt Prada? Ja. Wir gucken. Meryl Streep, Anne Hathaway, der Teufel trägt Prada. Klaas-Häufer Umlauf, ein Punkt. Lena Meyer-Landrut. Bitte? Hattest du es auch? Ja. Schneller schreiben. Wenn du sehen würdest, wie ich das geschrieben habe, schneller kann ich nicht schreiben. Okay. Mhm. Wir haben einen weiteren Film für euch vorbereitet. Here we go. Hallo. Hi, hallo, ich bin Ricardo. Vincent Weiß, oh Gott, 30 Jahre alt. Mickey Beisenherz, 46 Jahre alt. Hier ist dein Text. Danke. Es war Dad. Ich schwöre es. Gekleidet wie ein Obdachloser. Und weißt du, was noch eigenartig war? Ein Geschäftsmann und eine Frau mit einem kleinen Hund tauchten aus dem Nichts auf und schoben ihn gewaltsam in einen Bus. Komm bitte. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, Marlon. Vielleicht verliere ich den Verstand, aber ich habe das Gefühl, als ob sich die ganze Welt um mich dreht. Weißt du, ich will hier raus. Raus aus meinem Job, raus aus Sea Haven. Weg von dieser Insel. Raus. Anhand des Golfballs erklärst du die Welt. Siehst du? Hier sind wir. Und hier auf der anderen Seite? Fidschi. Du kannst nicht weiter weg, sonst wärst du wieder auf dem Rückflug. Was ist das? Sie hatten nie eine Kamera in meinem Kopf? Also, das ist schon die nächste Szene. Sie hatten nie eine Kamera in meinem Kopf. Ach. Und falls wir es nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Als erstes eingeloggt hat Lena. Toll, und jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich bin jetzt, bei dem Film ist der erste Film, wo ich mir nicht sicher bin. Ich habe Inception geschrieben. Ist falsch, ne? Scheiße. Ja, das ist es Zurück in die Zukunft oder was? Was ist es denn? Shutter Island? Also alle drei falsch. Als zweites eingeloggt hat, ich kann es ja noch nicht auflösen, Sarah, damit kommst du zum Zug und ich frage dich, was ist der von dir eingetragene ich Film? Ich habe eingetragen Truman Show. Die Truman Show mit Jim Carrey. Wir schauen einmal auf das Plakat, was verrät, welcher Film es ist. Und ihr es wisst ist es immer schon? Die Truman Show mit Jim Carrey. Unfassbar guter Film. Ach, mit wem redest du? Ich rede mit dem Publikum, weil die immer schon so klatschen, als ob so, klar, weiß man doch. Und ich sage so, wisst ihr, aber, seht ihr es? Aber ihr seht es nicht vorher. Nein, die reimen sich auch zusammen. Ach so, echt, ja? Die sehen es nicht vorher, die müssen genauso raten wie ihr. Dein Punkt, du hast es erraten. Wir haben einen weiteren Film. Beim nächsten Text bist du von Selbstzweifeln zerfressen. Ich bin nicht klug genug, um interessant zu sein. Ich kann keine Gehirn-OP durchführen, hab nie ein Flugzeug gelenkt. Ich bin nicht Präsidentin. Ich bin nicht gut genug für gar nichts. Das war intensiv. Ich bin bereit, deine langzeit-unverbindliche Fernbeziehungsfreundin zu werden. Wenn du mich noch willst. Das ist der beste Tag ever! Genau wie gestern und genau wie morgen und genau wie übermorgen und sogar Mittwochs und jeder andere Tag. Ab jetzt und für immer. Denkt ihr manchmal ans Sterben? Wieso habe ich das gerade gesagt? Aber ich könnte sterben. Fürs Tanzen! Okay. Ich bemerke doch eine gewisse Deutlichkeit, die sich offenbar doppelt. Ich möchte nur darüber informieren, ich habe keine Vagina. Und er hat kein Penis. Oh, ich war schon ewig nicht mehr in einem Karton. Bevor man mich verpackt, könnte ich schnell zur Toilette und dafür sorgen, dass meine Frisur richtig sitzt. Dann haben wir alles. Cool. Dankeschön. Dankeschön. Wir melden uns. Ja, danke. Ciao. Unfassbar guter Cast. Leider ist keiner geworden. Wer von euch hat als erstes eingeloggt? Sarah hat als erstes eingeloggt. Wirklich? Ja. Ich hab Barbie. Wir gucken mal, ob es Barbie ist. Sie ist just Ken. Barbie ist richtig. Das ist dein Punkt.
Und das war auch schon der letzte Film. Casting will Weile haben, war das. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, oh, da will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem, da oben bei Join.